Settler, wir waren noch nie zusammen vor der Kamera, oder? Nein, nur immer hinter der Kamera. Immer hinter der Kamera. Ganz genau. Ja, aber du bist vor der Kamera wärst du wahrscheinlich zensiert worden. Ganz genau. Aber jetzt sind wir hier auf der Guitar Summit. Du bist hier für PRS. Richtig, genau. Ja, machst du schon eine ganze Weile gut und gerne? Sehr gerne, ja. Also ich bin jetzt seit 5 Jahren bei PRS und mache den Vertrieb für Deutschland und Österreich und habe natürlich so wunderbare Kunden wie dich, sprich Session. Absolut. Und hier stehen wir schon vor einer ganz tollen Gitarre. Genau, der Achim hat mir schon gesagt, nimm die mit, Olli, weil die ist verkauft. Ja, genau, ja, also das ist eine super tolle Sache. Das heißt, der Kunde kann jetzt schon mal Scheiben lecken hier. Aber so richtig. So richtig, ja. Also wunderschöne Custom 24 in Quilted, was relativ selten ist. Wir haben hauptsächlich Flames, aber das ist eine gequiltete jetzt. Ahorndecke, Tentop natürlich in der wunderschönen Farbe Jade. Ja, also das ist Ebenholzgriffbrett natürlich drauf. Also ein richtig tolles Schmuckstück. Also Hölzer war bei PS noch nie das Problem. Ne? Glaube ich, ist nicht so. Ja, ich glaube, das einzige Problem ist manchmal der Preis. Aber ansonsten, was Qualität anbelangt und was Hölzer gerade anbelangt, sind wir doch nahezu ja, sehr, sehr weit vorne. Ja. Also geile Gitarre nehme ich nachher mit. Aber du hast gesagt, du hast uns auch was mitgebracht zur Summit. Ja, also wir haben eine, gehen wir mal hier rüber. Also wie ihr seht, wir haben einen Haufen Zeug. Und was wir zum Beispiel jetzt hier mitgebracht haben, sind sehr, sehr schöne Quilted-Gitarren, also Custom 24, nehmen wir mal sowas hier, Custom 24 mit Quilted-Decken, wie gesagt, gibt es normalerweise nicht so oft bei PRS, ist auch keine Option, die man im Moment bestellen kann, sondern eben nur Riegel-Ahorn und wir haben jetzt hier speziell für die Summit uns welche machen lassen mit einer Quilted-Decke, darüber hinaus mit den etwas Vintage mäßigeren Pickups, das sind also die 58-15 Pickups entgegen den 85-15, die wir sonst drauf haben und dann besonders hier noch Ebenholzgriffbrett anstelle von Palisander und das Ganze zum Preis einer ganz normalen Custom 24. Ja, hier sieht man es auch hier wieder, wunderschönes Mahagoni, was wir verwendet haben, Mahagoni-Hals. Also sowas haben wir zum Beispiel mitgebracht. Dann habe ich hier drüben, gehen wir mal hier hin. Sorry. Hier Custom 24 und zwar dann mit Maple Griffbrett, auch eine Sonderedition hier für die Summit und Ahorn Hals. Hier ein Dreiwegschalter und ein Push-Pull für Single Coil Splitting. Auch eine Gitarre, die es sonst so nicht gibt. Hybrid Hardware noch dazu. Preis auch wie eine normale Custom 24 und man sieht schon, wenn das hier eine normale Decke ist, ja, da sagen andere dreimal A dazu, wir sagen, ja, es ist eine normale Decke. Ja, also das ist so eine ganze Menge, ist so eine ganze Menge Kram, ne? Ja, genau, dann haben wir hier sowas hier zum Beispiel auch, das ist auch so eine Gitarre hier in genau Slate Blue und dann mit Swamp Ash Korpus, also extrem schöne Sumpfesche. Auch mit Ahornhals. Oder aber, was habe ich noch Schönes mitgebracht? Ich habe eine der, ja genau, das ist die gleiche jetzt hier. Ja gut, man weiß gar nicht, wo man überall hinschauen soll. Ne? Das ist schon der Hammer. Ja. Sind schöne Farben, also jetzt hier mit den Farben haben wir es ja und auch immer sehr schöne Namen. Das ist dann Purple Smoked Burst. Ja. Oder hier sowas Wunderschönes, völlig abgefahren, auch hier Purple Smoked Burst. Ja. Oder was wir hier drüben haben, das sind so die neue McCarty. Ted McCarty dürften alle ja ein Begriff sein. Und Ted McCarty war ja ein großer Förderer von Paul. Und wir haben ihm zu Ehren jetzt eine neue McCarty gemacht. Das ist die sogenannte McCarty 594. 594, das Besondere ist hier vermerkt, 594 ist die Mensurlänge. Und zwar haben wir hier 24,594 Inches, also entgegen einer 24,5. Also alle Les Pauls dieser Welt sind falsch gebaut worden. Das habe ich schon gehört, ja. Alle sind falsch. Es gibt nämlich nur ein Maß und das ist 24,594. 594. Und genau, und wir als PRS, wir haben die wahre Les Paul-Mensur.
Soweit ist es jetzt gekommen. Ja. Genau. Und ja, also wie gesagt, diese 594, ja, sorry für die Jokes, ist jetzt ein Double Cutaway-Modell mit den 5815 Pickups drin, also auch vintage-mäßig angehaucht. Zweiteilige Brücke, zwei Volume-Potties und zwei Ton-Potties, die dann auch dementsprechend splitbar sind. Der Toggle-Switch ist jetzt endlich da, wo er eigentlich hingehört. Und darüber hinaus, das ist jetzt eine wunderschöne Farbe, nennt sich Charcoal Cherry. Und dann drehe ich die mal um. Und jetzt sehen wir hier was, jawohl, was es eigentlich kaum noch gibt, nämlich ein zertifizierter Palisanderhals. Also sowas ist auch hier zu bestaunen. Ja, würde ich sagen, hast uns einiges hingestellt. Ja, weil... Und weil es so schön ist? Weil es so schön ist, haben wir hier die normale Mekati, die also jetzt mit der neuen Brücke kommt. Früher war die Wraparound mit nicht einstellbaren Einzelseitenreiter. Jetzt haben wir halt eben die Wraparound mit den einzel einstellbaren Seitenreiter. Hier sieht man dann auch sehr gut den Unterschied, dass der Toggle-Switch hier unten sitzt, während er hier bei der 594 oben sitzt. Dann nur Volume-Tonregler. Und auch hier, weil es so schön war, nochmal ein schöner zertifizierter Palisanderhals. Also was sehr Leckeres. Ja, würde sagen, Guitar Summit, oder? Geht ab? Geht ab, ja, super. Also für uns sehr, sehr erfolgreich hier. Sehr schönes Ambiente, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Leute haben sich extremst viel Mühe gegeben. Wir haben hier, denke ich, einen sehr, sehr schönen Raum gefunden, wo wir die Gitarren in Ruhe, der Kunde oder auch der Händler, je nachdem, wer kommen möchte, gerne in Ruhe probieren kann. Und haben hier Amps, alles Ruhe. Und alles gut. Alles gut. Ja, ich muss sagen, wirklich ein sehr, sehr schöner Rahmen. Und ja, würde mich freuen, wenn der eine oder andere mal vorbeischauen würde. Ja, genau. Alles klar. Super, danke.